herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe immer noch total schmutzige Finger oder schon wieder, je nachdem wie man sieht. Damit müsst ihr jetzt wiederum leben. Ich bin heute dabei, noch das richtig schöne Wichtelgeschenk oder hoffentlich schöne Wichtelgeschenk fertig zu machen. Und heute, nachdem wir jetzt im letzten Video hier das Inlay gemacht haben, das knistert noch so wie ein neues Buch, total abgefahren. Nachdem wir das komplette Inlay jetzt so gut wie fertig haben, möchte ich mit euch die Außenseite designen. Dafür habe ich mir hier Holzteile ausgestanzt und ein bisschen distressed und mit Gilding Wax bearbeitet. Die lege ich mir hier mal so ein bisschen an die Seite, dass wir hier einen vernünftigen Bildausschnitt hinbekommen. Mal gucken, was ihr so seht. Ja, ihr seht das Buch, das ist gut. Ich habe hier ausgewählt ein original altes Hochzeitsfoto. Also das ist kein Printable oder irgendein Kram, das ist wirklich alt. Ich habe es in einer Scheune gefunden bei einem Kumpel, der eine alte, tja, wie soll man sagen, so einen alten Hof gekauft hat, mit so einer unfassbar alten Scheune. Und das war mal, diese Scheune war irgendwie mal ein Antiquitätenladen und er hat das Ding komplett mit Inhalt gekauft. Also es sieht da drin skurril und lustig und furchtbar aus. Auf jeden Fall habe ich da eine ganze Kiste mit alten Fotos gefunden und habe hier so ein schönes altes Hochzeitsbild ausgesucht. Ich bin mal sehr gespannt, ob Claudia das mag. Und möchte mit diesem wunderschönen alten Hochzeitsbild, also guck mal, der gute Kerl, hole ich das mal ran. Der gute Kerl hat hier sogar noch so einen Degen oder einen Säbel. Nein, ein Säbel ist es wohl nicht. Ich glaube eher ein Degen. Und weiße Handschuhe in der Hand am Anzug. Das sieht schon echt abgefahren aus. Also es ist ein echtes Original. So, und ich möchte ganz gern hier noch so diesen Netzstoff weiter mit als Thema mit durchziehen. Hier habe ich mir noch dieses Ding rausgesucht, weil ich da noch ein kleines Label dran machen möchte. Und um dieses Hochzeitsbild möchte ich gerne so einen Holzrahmen gestalten. Ich lege mir das jetzt einmal kurz hin, gucken, ob ich das alles so hinkriege, wie ich das so möchte. Also ich versuche, das so zu machen, dass ich hier nicht über die Kante komme und dennoch den Netzstoff so ein bisschen abdecke an der Kante. Also ich möchte den Netzstoff nicht unter dem Holz rausgucken haben. Sowas mag ich nicht. Es mag ja sein, dass manch einer jetzt sagt, ja Mensch, ist doch nicht so schlimm. Gut möglich, mag ich nicht. Gefällt mir nicht, will ich nicht. So, schauen wir mal. So, ich glaube, so kann das ungefähr. Also ich brauche einfach nur eine Ungefähraufnahme. Und dann bin ich schon ganz happy. So, unterschiedliche Sachen. Vielleicht kann ich das ein bisschen schief setzen. Vielleicht kann ich auch das hier ein bisschen länger, mit ein bisschen längeren austauschen, dass das hier auch so rausguckt. Also, dass ich das hier so habe. Das hier ein bisschen überlappt. Ja, ich glaube, so ungefähr gefällt mir das ganz gut. Ich werde mir jetzt erstmal da, wo dieses Foto jetzt ist, das Ding fixieren, weil dann kriege ich das nämlich hier mit dem Verschluss auch hin, dass sich das nicht in die Haare kriegt. Das ist immer das Problem an der Geschichte. Wie mache ich was? Aber jetzt habe ich gelernt. Ist voll simpel. Ich weiß nicht mal mehr, bei wem das war, aber in irgendeinem anderen Video hat das Mädel total schlau einfach die Sachen rechts und links und oben und unten von ihrem im Werkstück hier gelegt, so in der Reihenfolge, wie sie sind, genau so, drumherum, um es dann einfach wiederzufinden. Das ist total schlau, ich bin irgendwie nicht drauf gekommen. Manchmal ist die naheliegendste Lösung echt die pf, keine Ahnung, wo man im Leben nicht drauf kommt. So, ich versuche jetzt einfach mal, dieses Foto genau hier zu fixieren. Ich mache das mal so. Ich nehme jetzt einfach so ein bisschen
Jetzt habe ich ein bisschen Kleber vom Tisch, das ist auch nicht schön. Ach, verdammte Axt, ich kriege das schon hin. Diesen Abstand zu dem Teil. Ich bin heute irgendwie noch so ein bisschen unkoordiniert, liebe Leute. Es ist Sonntag, es ist 7.39 Uhr. Ich bin aus dem Bett gefallen, weil ich irgendwas Komisches geträumt habe. Also nicht wirklich physisch aus dem Bett gefallen, aber gefühlt. Und habe mich so ein bisschen hin und her gedreht und dachte mir, ach, weißt du was, aufstehen, ab an Basteltisch. Das hilft gegen komische Gedanken und komische Träume. Und da bin ich jetzt und wichtel mein Wichtel zu Ende. Aber vielleicht zu Ende, ich hoffe es. Im Endeffekt glaube ich, dass die Post bestimmt auch ein paar Tage braucht, um das zuzustellen. Und weil wir gesagt haben, dass wir recht früh loswichteln bzw. früh losschicken, damit es nicht irgendwie noch Posteffekte gibt und der eine oder andere lange warten muss. Einfach mal früh losschicken und auch wenn jetzt irgendwie Anfang November ist. Anfang November kann man schon mal ein Wichtel losschicken, finde ich. Habt ihr schon über Adventskalender nachgedacht? Das wäre nämlich der nächste Streich. Adventskalender sind auch die Sachen, an die man auch früh denken muss, weil irgendwie braucht dann manchmal die Post noch ein bisschen oder wenn man irgendwas Besonderes hat, was man da reinpacken möchte. Meine Tochter bekommt zum Beispiel in ihren Adventskalender dieses Jahr Samen für ein Bonsai-Bäumchen und für Mimosen und so ein paar kleine Sachen, die sie in ihrem Zimmer einfach anzüchten kann, weil sie einfach total gerne Zimmerpflanzen mag. Und dann bekommt sie ein bisschen ja so Zimmerpflanzen, Gärtnerbesteck dazu. So Schäufelchen und Pikierstäbchen und sowas. Und so eine kleine Matte, mit der sie dann einfach auch auf dem Schreibtisch ihre Pflanzen umtopfen und bearbeiten kann, ohne dass sie das ganze Zimmer voll saut. Sie hat dann auch noch Dielenboden, das heißt, das fällt nämlich sonst zwischen die Ritzen und so, das nervt total. Dementsprechend bekommt sie immer dieses Jahr ein bisschen anderen Adventskalender. So, und das ist auch, man muss nicht jedes Mal Süßigkeiten machen, finde ich. Also meine Meinung. Ein bisschen Süßigkeiten sind fein und ein bisschen gehört auch dazu. Aber wenn so ein kompletter Adventskalender mit Süßigkeiten da ist und dann kommen noch Oma und Opa mit Süßigkeiten, dann, keine Ahnung, kommen noch Freunde, die dann auch noch was Süßes mitbringen und so. Naschen ist toll, aber man soll es echt nicht übertreiben. Deswegen, ich finde Zimmerpflanzen sind schön und ich freue mich auch total, dass sie sich so sehr um ihre Zimmerpflanzen sorgt und kümmert. Und dementsprechend möchte ich das auch sehr gerne unterstützen und ihr damit hoffentlich auch eine Freude machen, dass sie ein bisschen Indoor-Gärtnern betreiben kann. So, ich mache jetzt hier Indoor-Basteln. Ich finde einfach, man kann so viele Sachen ausprobieren im Leben. Ne? Man kann Sportarten ausprobieren, man kann aber feststellen, hier läuft nicht oder macht mir keinen Spaß. Und dann gibt es Sachen, die machen Spaß und die sind dann irgendwie sehr anstrengend, weil man da nicht gut hinkommt. Dann gibt es Sachen, die fallen einem leicht und die sind einfach, zum Beispiel das Gärtnern jetzt zu Hause. Gärtnern, basteln, reiten, das funktioniert bei uns super. Volleyball ist noch so eine Geschichte. Hier auf den Dörfern gibt es zwar klar Volleyballgruppen, aber dann sind wieder zu wenig Leute da und so. Das ist jetzt einfach so ein Beispiel dafür, was man so als Hobby machen kann und was mal gut läuft oder auch nicht. Und ja. Dementsprechend sollte man alles im Leben, worauf man einfach Lust hat, mal ausprobiert haben. Ich freue mich immer, wenn mal was Neues dazukommt und man einfach sagt, hey cool, habe ich ausprobiert, hat total Spaß gemacht. Oder habe ich ausprobiert, ist nicht mein Ding. Genauso mit dem Basteln. Also ich habe auch total viele Stilrichtungen ausprobiert und muss einfach sagen, so dieses Abstrakte zum Beispiel ist nicht mein Ding. Das Verspielte, Vintage, Gothic, Steampunk, Magie-Gedöns ist mein Ding. Das macht total Spaß. So, jetzt habe ich hier total viel Kleber an den Pfoten und das Netzding klickt immer noch nicht so richtig. Das werden wir gleich beheben, wenn wir die Holzteile aufkleben. Ich muss ja erstmal die Kleber von meinen Fingern rubbeln. Den Teil, den ihr nicht seht auf dem Bild, der Teil, den ihr nicht seht, Gott, Grammatik am frühen Morgen, ist mein kleiner Müllhaufen hier rechts am Rande.
da krümel ich so meine Kleberfinger drauf und da packe ich meine kleinen Schnipselchen hin. Und am Ende von jeder Bastel-Session wird dann aufgeräumt. So, was hatte ich jetzt gesagt? Ich sehe jetzt, hier steht noch was über. Das darf ich nochmal eben abknipsen, sonst steht mir das über die Buchkante. Das möchte ich nicht. Da gibt es doch wieder mal eine Ecke, wo sich dann was hebt. Das muss jetzt nicht sein. Jetzt hatte ich ja gesagt, dass wir erstmal mit den Seiten anfangen und dann unten das Überlappende machen. Das wollen wir jetzt mal fix tun. So, also eigentlich, so ursprünglich hatte ich dieses Wichtelgeschenk ein bisschen anders geplant. Nur wie das manchmal so ist, wenn man im Machen ist, am Wuseln, dann kriegt man irgendwelche guten Ideen oder komische Ideen und probiert was aus und probiert noch was aus. Und dann wird es irgendwie doch anders oder mehr oder ja. Bekommt es halt einen ganz anderen Charakter. So wie die liebe Jutta von Funkelkram ja dann sagt, dann ist es halt anders schön. Hat sie vollkommen recht, damit trifft sie genau den Nerv. Anders schön ist auch schön. So, und bei so Wichtelgeschenken ist das Ding, wenn man denjenigen noch nicht kennt, ich habe keine Ahnung, ob das gut ankommt, ich habe keine Ahnung, ob mir der Stil gefällt. Wir werden sehen. So, ich setze das jetzt mit Absicht ein bisschen schief, weil ich das wie so einen alten, ich sag mal vermodert nicht, aber so ein bisschen aus den Fugen geratenen Rahmen machen will. Naja, also zurück zum Thema, wenn man jemanden noch nicht kennt, kann man natürlich nur raten, ob es gefallen könnte. Und würde es mir natürlich, klar, würde ich mir wünschen, dass es dir gefällt. Das wünscht man sich ja immer, wenn man irgendwas Schönes macht. Aber ob es dir wirklich gefällt, we'll see. Ich hoffe, ich bekomme eine Rückmeldung dazu. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mir erzählt, ob es cool ist oder totaler Scheiße. Eine wichtige Sache, es hat Spaß gemacht bisher. Und auch gerade jetzt hier, ich finde immer so Königsklasse ist ja Cover gebastelt. Ne? Also wenn das Cover so richtig ins Auge fällt, macht das ja noch doppelt Spaß. Und so ein Cover zu erstellen, oh, da freue ich mich jedes Mal drauf. Und manchmal mache ich das Cover zuerst und dann den ganzen Rest. Also auch gerade so bei Journals mache ich das Cover manchmal. Also lege ich mir die Signaturen zurecht und alles, ja. Aber ich mache das Cover zuerst so fertig, dass ich die Signaturen dann zum Schluss einbinden kann. Und dann freue ich mich die ganze Zeit einfach drauf, zum Schluss noch die Signaturen so einzubinden als kleines Sahnehäubchen. Aber die allerschönste Arbeit, also für mich ist es immer Covergestaltung, ist die schönste Arbeit. Ich kann eigentlich den ganzen Tag Cover gestalten. Die habe ich dann halt schon durch. Das ist so ein bisschen wie der Spruch, isst den Nachtisch zuerst. Ne? Das Leben ist kurz. Manchmal ist es aber auch so, dass man sich die schönsten Sachen aufhebt, um sich ganz zum Schluss dann daran zu erfreuen. Das ist ein bisschen tagesformabhängig. Dieses Mal habe ich mir das Cover zum Schluss aufgehoben. Und kann dann hier auch gleich direkt meine neuen Die-Cuts oder ja, Cutting-Dinger ausprobieren. Die ganz gut funktioniert haben. Ja, und da musste ich ein bisschen nachschneiden, aber das Craft Paper ist auch echt stabil. Also ich glaube, mit Cardstock kommen die Cutting Pads da nicht klar. So. Jetzt möchte ich hier wieder das Netz ein bisschen verdecken. Mache ich das so? So? Ne, ich glaube, ich mache das so. Dann noch so ein bisschen rausguckt. Da ist auch noch ein Netz. Ne? Dann muss ich da die Kante noch verdecken. So. So gefällt mir das. Dies ist gut. Ich habe jetzt gerade noch für den Buchrücken ein kleines Dingens hier gefunden. Mein Gott, Sprachfindungsstörung am frühen Morgen. Das werde ich nämlich auch gleich mit auf
kleben. Und da fällt mir ein, auf dem Rücken ist auch noch nichts. Also ich glaube, ich muss noch mal in meine Zauberkiste gucken, dass ich für den Rücken auch noch so ein bisschen Schmuck finde. Ich finde, so wenn schon dekoriert, dann komplett. Also manchmal mache ich auch ein Cover total sparsam. Also wirklich, wo so ganz, ganz nüchtern, ganz bisschen nur dekoriert ist. Aber das hier soll schon fein und viel dekoriert sein. Das ist schon okay. So, jetzt werde ich hier abpassen, dass ich noch das Foto verdecke. Aber das viel von dem Netz lasse. So. Ja, Motto war, verschenke was, was du selber gerne hättest. Also ich würde mich darüber freuen. Ich bin aber auch so eine Vintage-Tante. Ja. Ne, wie? So? Ne, da muss ich drüber. Da muss ich auch drüber. So muss ich. So mache ich das ja. Das gefällt mir auch. So, ich muss jetzt gleich zwischendurch eine Pause machen, wenn ich die. Wenn ich das Label mit drauf gesetzt habe, weil das muss tatsächlich mit dem Kleber hier eine Runde trocknen, ohne bewegt zu werden, weil sonst rutscht mir das durch die Gegend. Dann habe ich allerdings auch Zeit, mir noch so ein bisschen Deko für die Rückseite zu suchen. Aber ich denke, da werde ich auch so ein kleines Metallteilchen nehmen. Und werde das Metallteilchen wahrscheinlich irgendwie mittig draufsetzen. Das werdet ihr gleich auch noch sehen. Für euch ist das ein kurzer Cut. Für mich sind das dann mindestens mal ein Stündchen. Sollte ich das, den Kleber da schon anziehen lassen, bevor ich weitermache? So, meine Holzteilchen. Ich habe die so ein bisschen mit Gilding Wax umrandet. Ich finde, das ist dezent genug. Das kommt zwar noch so ein bisschen zur Geltung, aber nicht so extrem, dass ich hier so mega Glitzer drauf habe. Das war auch nicht mein Plan. Ich überlege, ob ich die Astlöcher nochmal mit einem schwarzen Stift nochmal so ein bisschen verstärke. Das probiere ich allerdings gleich mal auf einem kleinen Stückchen aus, weil ich habe ja hier noch so ein bisschen was. Nehme ich mir hier mal so ein Ding und ein Mikron und guck mir mal an, ob ich hier ja, das gefällt mir. Lass ich kurz anziehen. Ja, dann werde ich die Astlöcher noch so ein bisschen verstärken. So. Hier auch an der Stelle spare ich auch nicht mit Kleber. Also erstmal habe ich ja mit Mod Podge schon, sag mal, die Grundlage des Covers bebastelt, also versiegelt, sage ich schon. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Kleber aus den Seiten quatscht, ist das nicht ganz so schlimm, weil ich nicht den matten Antik Mod Podge genommen habe, sondern der da so ein bisschen glänzend ist. Der ist nicht ganz so glänzend wie der Junk Journal Kleber. Aber ein bisschen. So, du möchtest da hin. Ja, das ist auch sehr schön gerade, dieses Buchcover. Das heißt, das wird auch gut funktionieren hier. So. Einfach so ein ganz bisschen Struktur noch verstärken. Da muss man jetzt aber auch so ein bisschen bei diesem Licht schauen, dass man auch wirklich die Astlöcher trifft und sich nicht irgendwelche Astlöcher ausdenkt.
generell mag ich diese Cutting Pads. Die sind zu meiner Nachbearbeitung etwas aufwendiger. Also jetzt nicht gemessen an dem Stift, den ich gerade einsetze, sondern einfach wirklich, man muss hier ein bisschen nachschneiden und hier und da ein bisschen nachsäubern. Wenn man das dann kaufen nimmt, ist das allerdings alles fein. So, habe ich irgendwas noch vergessen? Ja. So. Na, hier sieht das auch doch richtig schön plastisch aus hier. So, einmal noch angedrückt. Wichtig, dass wir jetzt noch ein paar Mal machen dürfen. Ich überlege auch, ob ich über die Holzteile noch ein bisschen Mod Podge drüber ziehe. Besser ist das, weil wenn man das Buch benutzt und hin und her mal bewegt, kommt das, hält das dann besser. Gut, ich mache hier einen kleinen Break und dann komme ich mit den Filigrees. Ich habe gerade den Namen wieder gefunden. Yay. Also, bis gleich. So, mein Kleber ist trocken oder angezogen. Nennen wir es mal angezogen. Ich werde jetzt nochmal, ich habe ein Filigree gefunden, ein schönes. Das ist auch gerade aufgefallen, ich muss den nachbestellen. So, also ich werde das jetzt so machen, den hier werde ich hier oben mittig platzieren. Ich muss mal gucken, dass ich die Mitte so halbwegs treffe, weil das optisch durch die Ecken sich alles ein bisschen verschiebt. Ja, und ich fange jetzt erstmal mit dem Buchrücken an, weil dann kann ich das Buch auf das Gesicht legen. So, der ist leicht angebogen, warum auch immer. Ist er andersrum gebogen. Das Schöne ist, die kann man nicht so leicht kaputt machen. So. Zack, so möchte ich das gern haben. Jetzt muss ich erstmal wieder meinen Pinsel aus der Versenkung holen. Ich habe hier manchmal so ein kleines Wasserglas stehen, wo meine Pinsel drin stehen. Allerdings jetzt so im Herbst, wenn die Heizung läuft, verdunstet. Tja, ihr Lieben, jetzt ist mir zwischendurch echt das Handy abgeschmiert und ich habe euch schön erzählt, wie ich hier die schönen Filigrees aufklebe und mache und tue. Und ihr habt es gar nicht mitbekommen. So ein Ärger. Nun ja, dann sind wir trotzdem am Ende dieses Videos, auch wenn das jetzt nur ein ganz kurzer Glimps ist. Im nächsten Video gibt es einen Flip-Through, auch so mal, was ich hier in die Päckchen reingepackt habe. Freut euch schon mal darauf. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann mögt ihr vielleicht das letzte auch noch schauen. Das ist recht kurzweilig. Ja, und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und freue mich auch über jeden Kommentar und Anregungen und Co. immer her damit. Und ja, dann sage ich mal, bis demnächst in diesem Kino.